Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Ich muss erstmal hier zusehen. Ich habe zwar jetzt spiel zwar im Anschluss von den letzten beiden Parts, weil ich kann ja nicht speichern gerade, aber ich habe gerade eine Pause gemacht und jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen und überlegen, wo will ich denn eigentlich hin? Da vorne wäre auch noch eine Tür und ich mag halt überhaupt nicht hier langlaufen, weil es ist voll gefährlich hier irgendwie überall. Da wäre auch noch eine Telefonzelle auf der anderen Seite, sehe ich gerade, aber wer weiß, wo wir hier rumlaufen können. Oh, es ist so anstrengend. Tja. Ja, raus und rechts. Raus und rechts. Lass mich. Manu. Okay, die habe ich ausprobiert. So, an der Telefonzelle lang oder eine große Runde drehen? Ja, voll die gruselige Musik. Ich laufe einfach mal geradeaus. 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 Geradeaus geht gar nicht. Das ist ja toll. Geh mal hier rein. Ich war hier zwar schon, aber. Okay, da ist zu. Das ist ja schon mal gut. Dann laufe ich jetzt nochmal außen rum. Weil weiß ich ja nicht, wie ich da sonst wegkomme, oder? Anders geht das ja nicht. Ich weiß, es ist total doof. Ich muss immer wieder. Also rechts und dann links. Rechts. Lass mich. Und links. Puh, okay. So, wieder auf die Karte gucken. Jetzt bin ich hier wieder. Jetzt laufe ich mal links entlang. Ja, was soll ich sonst hier machen, ne? Hier ist ja auch nichts. Halt das Klo und das andere und ja, ich laufe mal links rum. Ja, lass mich. Das Telefon scheint nicht zu funktionieren. Damit kann ich also nicht nach Hilfe rufen. Lass mich. Nein, lass mich. Lass mich, lass mich, lass mich. Jetzt stirb doch mal. Ey, willst du mich verarschen? Ja. Ey, Mann. Nein. Ey, es reicht jetzt. Ihr geht's jetzt voll schlecht. Ja, super. Ich bin ja nur von so einem riesen Monster angegriffen worden. Kacke. Siehst meiner Brusttasche die Taschenlampe. Ein absolutes Muss in der Dunkelheit. Prüfen. Aber die Monster bemerken mich leichter, wenn sie an das Eier. Reinigungsmittel. Auf der Flasche steht Gefahr, nicht mischen. Das Zeug, mit dem man eine Toilette sauber machen würde. Ich glaube, ich habe das gleiche zu Hause. Kleiderbügel aus Draht, den ich in der Boutique mitgenommen habe. Okay, gut. Dann Vorräte. Ich nehme jetzt mal meinen Erste-Hilfe-Kasten. Wie, der lebt immer noch? Ist ja unglaublich. Drei Dritte nimmt er auch noch rein. Und da kommt auch schon der nächste. Den werde ich jetzt aber nicht platt machen. Geradeaus und links laufe ich jetzt. Ja, die Monster sehen mich schneller. Ich habe es kapiert. So. Schnell die Taschenlampe aus. Siehst du mich? Warum siehst du mich? Warum seht ihr mich alle? Verdammt ich nochmal. Ach so, dann gehen wir jetzt da vorne hin. Weil da ist bestimmt die Leiter. Nochmal. Und wenn das klappt, dann nehmen wir jetzt diesen komischen Kleiderbügel. Wenn es denn dann klappt. Das müsste ja jetzt hier sein. So. Mein Gott, ist das hier eine unsichere Gegend. Mein lieber Schwan. Gegenstände. Verwenden. Und das klappt sogar. Wuhu! Yeah! Dann kommen wir hier ja weg. Super. Bloß weg hier. Ach so, geh mal nach oben.
Überall Monster ohne Ende, ey. Wenn das jetzt schon so anfängt, wie ist es dann? Später, warum ist das hier? Das ist kein Krankenhaus. Okay, hier kommen wir her. Wo sind wir denn hier? Aha. Oh. Oh. Das war doch Alessa, oder? Ich kann nichts sehen, ich kann nichts hören, was das wohl war. Ich dachte, ich hätte jemanden Papi sagen hören. Ja, und das war doch das Bild, was man aus Silent Hill 1 kennt, oder nicht? Wo bin ich jetzt? Oh, ich glaube, ich habe... Nein! Nein, nein, nein. Ich habe, glaube ich, keine Muni mehr. Oder? Doch, habe ich noch. Schnell drauf. Das Vieh. Oh. Komm, mach. Ja, komm. Tod. Tod den ekligen Viechern. Und nochmal. Und den auch. Und allen. Zusammen. Ihr seid doch tot, oder? Mann, mehrere zerlegte Schaufensterpuppen. Und hier geht's wieder schlecht, mein Controller. In diesem Laden gab's immer schöne Sachen, aber jetzt zerfällt alles, als wären Jahre vergangen oder so. Ja, halt so die rostige Welt, ne? Oh, ein Gesundheitsdrink. Yeah. Patronen. Okay. Hier geht's nämlich auch voll schlecht, ich muss unbedingt mal was nehmen. Aber erstmal einer. Und man nimmt voll schnell zwei, obwohl man nur einen will. Das ist doof. Im Umkleideraum liegen Arm und Körper einer Schaufensterpuppe. Klar, es ist nur eine große Puppe, aber es ist trotzdem widerlich. Ja, ist es auch. Vor allem dann in so einer Welt. Das ist voll eklig. Das ist einfach so absurd. So, okay, also da komme ich her. Und ich kann dann aber hier irgendwie rüber oder so? Merkwürdig. Also ist das ein Durchgang? Und da waren ja auch gar keine Türen. Ja, dann ist es ja gut, dass ich hier reingelaufen bin, oder? Dann gibt's doch gar keinen anderen Weg. Wohin, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist das eigentlich für Blut hier? Aber sie sagt auch nichts dazu. Ja, ich denke mal, das ist der Durchgangsweg. Hier muss man durch, aber ich laufe jetzt trotzdem nochmal hier rüber. Will mich nur nochmal umschauen. Was ist das da hinten? Was ist das hier? Ach, hier kann ich speichern. Na Gott sei Dank. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. Also für diese Verhältnisse jetzt, für diese drei Parts. Oh Mann, ey. Also ich bin schon ziemlich angespannt in diesem Spiel, weil das echt nicht ohne ist. Ich habe das irgendwie nicht so schwer in Erinnerung gehabt. Mit diesen ganzen Monstern hier ist das schon echt krank. Warum ist das hier? Da kann sie ganz schnell runterfallen, aber sie tut's nicht. Da kann ich durch. Aha. Aha, wo sind wir hier? Ich habe eine Walnuss. Hier war früher die Walnuss. Eine Walnuss. Was ist denn mit der Walnuss? Da lag ein schöner Silberring drin, als ich letztes Mal vorbeikam. Schade, dass er weg ist. Hm. Mhm. Das Glas der Vitrine ist zerbrochen und sie ist total leer. Mist. Hättest du den gerne gehabt, den Ring, ja? Wo bin ich hier jetzt? Oh, ich hab Angst. Ja. Will ich hier überhaupt sein? Ja, ob ich nun hier reingehe oder da reingehe oder ich gehe nochmal zurück. Einfach darum. Weil ich hier noch gar nicht fertig war. Wie man sieht, habe ich ja doch noch was gefunden. Also da ist das und... Da kam ich eh nicht weiter. Gut, das merken wir uns mal. Sagst du da was zu? Nee. Zum Fernseher? Hm. Was, ja, die Tür hatten wir auch, genau. Dann kann ich auch noch nach oben und unten, oder wie?
So, jetzt muss ich mal eben schauen hier. Hier sind ja irgendwie Türen, obwohl die gar nicht angezeigt werden. Was sehr merkwürdig ist. Und hier kommen wir hier alles klar gut. Ja, das ist nämlich das Irritierende. Türen, die, ja. Und voll die Tiefe hier. Kann ich auch runter? Oh Gott, kann ich auch runter? Ich kann auch runter. Oder was? Nee, ich kann nicht runter. Dann komme ich ins Nichts, oder was? Es ist gruselig. Boah, die Arme, sie tut mir voll leid. Ich würde mich zu Tode erschrecken. Und nach oben? Ich will nicht nach oben. Dann gehe ich erstmal nochmal auf die andere Seite. Ja, dann kann ich auch hier durch. Wo die Monsters waren. Ja. Alles klar. Jetzt ist sie offen. Kaputt. Kaputt. Und da kommt ein Monster. Lass mich. Lass mich. Die sind nämlich voll schwierig. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh, abgeschlossen. Lass mich. Lass mich, lass mich. Ich weiß nicht, wo lang. Fahrstuhl. Scheint nicht zu gehen und was weiß ich was. Ich geh mal hier durch. Kaputt. Oh Mann, wo soll ich denn hin? Da vorne sind ja immer noch Türen, die ich hier ausprobiert habe. Scheiße, okay. Ist voll kompliziert hier. Kaputt. Okay, warte. Ich muss mal schauen. Da vorne rechts, die nächste rechts. Aber da ist bestimmt das Monster jetzt. Ja. So. Habe ich sie gekriegt? Ja. Und jetzt, ja, was mache ich jetzt? Ach so, direkt gegenüber. Auch kaputt. Okay. Alles klar. Oh, voll der Stress hier. So. Und dann habe ich hier ja Pech. Dann kann ich ja nur wieder nach oben laufen. Da war ja hier gar nichts irgendwie. Hier was. Hier war ja kaum was. Laufe ich hier mal wieder zurück. Und war jetzt drüben in der Gruselwelt. Ja. Weiß auch nicht. Mache ich ihn dann? Ach so, weil der Raum abgeschlossen war, muss ich da ja noch mal hin in den Raum. Alles klar. Okay, und da ist die Leiter. Das unten habe ich schon ausprobiert. Ich nehme mal an, ich kann hier noch mal irgendwie ein unten ausprobieren. Kann das sein? Wenn ich zum Beispiel hier jetzt mal runtergehe, kann ich dann auch ins Nichts nur fallen? Ja, okay. Dann ist da nämlich so ein rotes Kreuz auf der Karte. Und das ist mir auch wichtig, dann hat man das alles mal ausprobiert. Aber ich denke, nehmen wir an, wir sollen nach oben. Ich glaube, wir sollen nach oben. Dann laufen wir mal nach oben. Wo geht's denn nach oben? Da geht's nach oben. Was machen wir bloß hier alleine im Einkaufszentrum, ey? Voll schlimm. Ja, und die Kameraperspektiven, ist gar nicht schlimm. Ich denke mal, wir gehen da hinten zu den Toiletten nach links. Ist klar. Kaputt. Und offen. Wir haben sogar eine offene erwischt. Yeah. Rein mit dir. Puh, was haben wir hier? Wieder so ein ekliges Klo? So ein gruseliges? Warum ist es dann hier offen? Ihr Schweine? Was ist dann hier? Ich warte nur auf den Erschrecker, ganz ehrlich. Kannst du da nicht durch? Was sollen wir denn dann hier? Ist hier bei den Wasserhähnen irgendwas, oder? Hä? Sie guckt einfach nur dahin, weil wir da halt raus können, ja. Aber wozu können wir hier rein? Es gibt doch nie einen Raum mit nichts. Das ist doch merkwürdig. Ist da irgendwas?
sollen wir denn hier? Oh, das irritiert mich total, wenn hier offen ist und ich check's nicht. Gut, ich lasse es dann nicht. Ist hier irgendwas? Dieses weiße Ding da, der Ecke hier, nee. Dann muss ich mal eben schauen. Ja, wir können ja eigentlich nur rauslaufen und durch die Gegend, ne? So, da ist das Monster. Ich mach das Licht mal aus. Abgeschlossen. Auf der Tür ist ein rotes, schildförmiges Zeichen und eine runde Vertiefung. Da steht was. Da steht irgendwas. Das ist ja schön. Oh, offen. Okay. Okay, hier sind wir aufgewacht, als wir eigentlich mal vorher hier waren. Was ist das denn? Was ist das? Gegrillter Hund? Wer zum Teufel würde sowas machen? Und außerdem, wer zum Teufel würde sowas essen? Da ist etwas im Bauch des Hundes. Ich habe den gekochten Schlüssel. Ew. Ich muss mir um nichts weiter Sorgen machen, außer wer dermaßen krank, krass krank in der Birne ist, um so etwas zu tun. Doch eigentlich wüsste ich es lieber doch nicht. Was nochmal? Ist schließlich nur ein gegrillter Hund kein Grund, um sich zu gruseln? Hä? Ich habe den Satz jetzt irgendwie falsch gelesen, weil ich immer so aufgeregt bin. Dann. Oh, ein Gesundheitsdrink. Oh. Heilung. Oh, den will ich auch noch mitnehmen. Ich gar nicht gesehen. Da sind Teller im Regal, sonst nichts Interessantes. Okay, das ist gar keine Tür. Ich dachte, das wäre eine Tür, aber da vorne. Da will ich aber noch gar nicht durch. Schade, dass sie hier nicht rausgucken kann, aber es sieht toll aus. So toll gemacht. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht, was das da war an der Tür. Ich konnte mich gar nicht. Konnte das gar nicht so schnell lesen. Warte mal, Waffen erstmal ausrüsten und neu laden, genau. Gegenstände. Hausschlüssel nicht, sondern dieser andere Schlüssel. Gekochter Schlüssel. Der Schlüssel war im gegrillten Hund in diesem Ge Restaurant, Igitt. Vielleicht ist das für diese abgeschlossene Tür, die wir da auf der anderen Seite gesehen hatten. Auch wenn da Monster sind, müssen wir dann da wohl nochmal hin. Walnuss ist eine ziemlich große Walnuss aus der Auslage des Juweliers. Was klappert darin herum, aber ich kann sie mit bloßen Händen nicht öffnen. Vielleicht die kombinieren mit diesem Zeug hier? Nee, also das zusammen geht nicht. Das Zeug, mit dem man eine Toilette sauber machen würde. Ich glaube, ich habe das gleiche zu Hause. Okay. Womit können wir denn mal unsere Walnuss knacken? Vielleicht finden wir da noch was. Vielleicht finden wir da noch was. Was ist jetzt hier mit der anderen Seite? Ich weiß noch gar nicht, wofür dieser andere Schlüssel ist. Kaputt. Wir haben jetzt mehrere Türen, wo, weiß ich nicht, der Schlüssel passen könnte. Und überall haben wir Monster auch zugleich, was total toll ist. Also, rechts nochmal ausprobieren. Lass mich. Abgeschlossen. Nein, da stehen. Hey, jetzt reicht's mir mit dir, du Kackvieh. Geht doch. So. Und nochmal. Und nochmal. Bis du tot bist. Endlich. So, weil ich will das jetzt endlich mal in Ruhe lesen dürfen. Das gibt's ja wohl nicht. Komm schon. Die Hunde sind, finde ich, nicht so schlimm. Also, ein rotes, sichelförmiges Zeichen, eine runde Vertiefung. Da steht etwas in derselben roten Farbe geschrieben. Häufe an 300 Tage und Nächte von jenseits der Tür Schmerzensschreie hallen. Und die Bestimmung ist wahr geworden, obgleich ohne gesegneten Anfang. Was heißt das? Keine Ahnung. Dann, dieser eklige Schlüssel, kann man den jetzt hier verwenden? Nein, den kann ich hier nicht benutzen. Kann ich das verwenden? Nee.
Nein. Nee, alles nicht verwendbar. Mir geht's übrigens doof. Ich spüre das, ich fühle das, ich merke es am Controller. Deswegen muss ich nochmal wieder... Hilf mir meine Kraft. Ja, dann nehmen wir mal so eine Ampulle. Genau, geht's ihr richtig super wieder. Ziemlich gut. Das hat sie sich jetzt auch mal verdient. So, wo geht's denn jetzt mal? Vielleicht können wir mit dem Schlüssel, wie gesagt, zu diesem anderen Raum, wo Zu war. Und der war... Wo war der denn nochmal? Der war unten. Aber im Allgemeinen haben wir jetzt mal die Zeit, hier alles abzuklappern. Kaputt. War auch offen. Was war denn... Ja, hier war dieser Hund, aber da kommen wir auch nicht groß weiter. Dann müssen wir ja da durch, oder? Nee, müssen wir gar nicht. Wir gehen einfach hier die Treppen runter. Dödelödelö. Dödelödelö. Ja, genau. Hier ist nämlich der Fernsehraum. Wo finde ich denn jetzt... Ach so, da auf der anderen Seite. Ach Manno, das ist immer so gruselig hier überall. Ja, ist auch Sinn der Sache, ne? Kannst du mal deine Taschenlampe anmachen? Genau. Ja, und voll die gruseligen Geräusche. Schön. Hier sind Monster noch. Ja, hier sind auf jeden Fall noch Monster. Und... Da ist eine verschlossene Tür und die will ich mir jetzt mal angucken. Vielleicht passt es ja. Jawoll, und er passt sogar. Sehr gut. Wenn das weiterhin so läuft, dann läuft's gut. Gesundheitsdrink, Gesundheitsdrink. So, das finde ich auch super. Was haben wir hier? Ich habe ein Stahlrohr. Yeah, aus dem Rohr kommt warmer Dampf. Sonst ist hier nichts Interessantes. Wir haben eine Waffe. Gott sei Dank. Finde ich gut. Also wir hatten vorher auch eine Waffe, aber das finde ich gut. Stahlrotze 1 Meter lang, nicht sehr wirkungsvoll, aber leicht zu verwenden. Das macht nichts. Das nehme ich jetzt. An der Wand hängt eine Speisekarte. Das war wohl mal ein Café. Ja. Schade, dass es hier nicht noch einen Speicherpunkt gibt. Das wäre super, weil ich würde jetzt gerne einen Cut machen und... Also ich komme hinter der Theke jetzt her. Was, wenn ich jetzt rauslaufe, wo komme ich dann hin? Ach, dann bin ich auf der Seite. Mhm. Und wo muss ich dann hin? Es ist ja riesig hier. Oh Mann. Ja, dann würde ich sagen, ich bleibe mal hier an Ort und Stelle und laufe jetzt sogar mal noch mal einmal zurück und speichere. Und wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 3. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.